Hallo, dies Fafzi Akademie manchmal. Während Sie auf Ihrem Computersystem Windows 7 oder Vista. Ihnen wird folgende Fehler mit schwarzem Bildschirm boten erhalten fehlt, drücken Sie STRG. Plus Alt plus Enf. Um neu zu starten, kommen Sie mit diesem Problem konfrontiert. Wie es zu lösen. Punkt. Dieser Fehler zeigt an, dass der Bootsektor beschädigt ist oder fehlt. Wenn das Problem nicht hardware-nah ist, es zu beheben, relativ einfach. Solange Sie ein Windows-Boot zur Hand haben. Setzen Sie das BIOS auf der ersten Laufwerk einlegen, speichern und beenden des BIOS. Legen Sie die Windows 7 oder Windows Vista Installationslaufwerk. Und starten Sie den Computer neu, drücken Sie eine beliebige Taste. Um von CD oder DVD booten, drücken Sie die Eingabetaste, Windows Ease Loading Files. Der blaue Bildschirm erscheint, wählen Sie Sprache, Uhrzeit und Währung und andere Sitzen. Klicken Sie dann auf Nächste, wählen Sie nicht installieren. Da sonst der lokalen Festplatte wird formatiert werden. Wählen Sie die Reparatur Ihres Computers. Systemwiederherstellungsoptionen auf der Suche nach Installationsd. Überprüfen Verwendung Recovery Tools und wählen Sie die Betriebssystem. Sie Windows 7 reparieren möchten. Manchmal mehr als ein Betriebshabensystem auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf Nächste, Systemwiederherstellungsoptionen erscheint. Presse Reparatur und Neustart, wählen Sie die Starthilfe. Starthilfe Popup und überprüft Ihr System für Probleme nach Abschlussaufforderung. Den Computer neu starten, um die Reparaturen zu vervollständigen. Klicken Sie dann auf Finish, keine Taste drücken, sonst wird es von CD zu starten. Die Startfenster angezeigt wird, hoffen, dass diese Informationen sind hilfreich. Vielen Dank für das Ansehen von Fafzi Akademie, bitte wie zu abonnieren und dieses Video teilen. Click to get more videos playlist. Please subscribe, like, share and comment. Thank you for watching Fafzi Akademie.